Hallo, ich bin der Daniel von Move36. Es ist wieder Montag, Kinotag. Wir sind wieder in der Sneak und sehen einen Film vor offiziellem Bundesstart. Und ihr seht jetzt schon mal einen kleinen Ausschnitt aus eben diesem Film. Warum willst du auf einmal mit 25-Jährigen rumhängen? Wir waren auch mal 25. Ist schon ein bisschen her, aber du weißt schon. Das wird witzig. Beim Spiel um die Freikarten ging es diese Woche richtig poetisch zu. Die zwei Kandidaten mussten ein Gedicht schreiben und das dem Sneak-Publikum vortragen. Ich kann nicht reimen, ich kann nicht dichten, nur was ich kann, ist Filme sichten. Heute in der Sinnesneak gibt es zwei Karten, die ich krieg. Dafür strenge ich mich auch an, zeige euch allen, was ich kann. Dichten ist meine Leidenschaft, daraus schöpfe ich volle Kraft. Eigentlich kann ich es nicht, schlagt die Svenja sicherlich. Vielleicht werde ich auch die Karten nehmen und gleich nach Hause laufen. Und jetzt gibt's für euch den kompletten Trailer. Sie bauten ein Haus aus lauter Zweigen. Und als der Wolf kam, pustete er es um? Ja, aber was passiert dazwischen? Mir fallen nur die Schweine im Weltall ein, aber die haben damit nichts zu tun. Ich wusste nicht, dass ihr Kinder wollt. Das solltet ihr. Ja. Ihr werdet so tolle Eltern. Ihr Film echt cool. Die Szene mit den Hunden und dem Müll, wie haben Sie das hingekriegt? Ich hab gesagt, halt auf die Hunde drauf. Genial. Wollen wir ein Happen essen gehen? Warum willst du auf einmal mit 25-Jährigen rumhängen? Wir waren auch mal 25. Ist schon ein bisschen her, aber du weißt schon. Das wird witzig. Wir haben ein interessantes Paar kennengelernt. Was geht ab, Freunde? Die können sich einfach für alles begeistern. Ihre Wohnung ist voll mit Sachen, die wir längst weggeschmissen haben. Aber bei Ihnen sieht es toll aus. Mit Ihnen zusammen zu sein, gibt einem diese Energie. Es ist ansteckend. Au! Willst du mich verarschen? Pass doch auf! Ich liebe dich! Ah, okay. Man lernt mehr über sich, wenn man sich einfach davon überraschen lässt, was auf einen zukommt. Was ist das nochmal für ein Kurs? Hip-Hop! Wir machen uns Sorgen um euch. Was soll der Hut? Was? Du bist ein alter Mann mit Hut. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nicht mehr das Gefühl, ein Kind zu sein, das einen Erwachsenen imitiert. Es geht dir auch so. Josh, dein Ärmel brennt! Alles in Ordnung, Junge? Sie haben Arthritis im Knie. Arthritis, Arthritis? Ja, aber ich sag's immer nur einmal. Jamie! Was ist nur mit uns los? Ich versuche, einen Film zu machen, der materialistisch und gleichzeitig intellektuell ist. Geht's um Gefängnis? Die Verurteilten für Schwarze? Nein, nicht nein. Und worum geht's dann? Ich will Kinder. Jedes Mal, wenn du ein bewusstseinserweiterndes Drogenerlebnis hattest, willst du Kinder haben. Nicht jedes Mal. Das war also gefühlt Mitte 20. Ich bin ziemlich begeistert, aber jetzt hören wir erstmal, was die anderen Sneak-Besucher sagen. Entschuldigung, ganz kurz, wie hat es dir gefallen? War super. Beschissen. Wieso? Das war der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Hat nichts gehabt, kein Anfang, kein Mitte, kein Ende. Nicht so gut. War langweilig. Ich hätte mir besser vorgestellt. Okay. Vor allem, weil Ben Stiller ja mitgespielt hat und so Drama kennt man eigentlich gar nicht so von ihm. Ja. Und dafür, dass es eigentlich ein Comedy-Drama gewesen sein soll, waren eigentlich nur ziemlich flache Witze dabei und viel zu wenig. Es war so ein circa 1,5 Stunden Film, der gefühlte 3 Stunden zu lang ging. Einfach nur stinkend langweilig. Nicht zu empfehlen. War lehrreich, relativ authentisch. Ja, ist ein paar Dinge passiert, die ich nicht erwartet habe. Sehr langatmig, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn Ben Stiller nicht mitgespielt hätte, hätte ich ihn jetzt scheiße gefunden. Aber ja, also es war okay, aber das Ende war viel zu lang. Der Film ist echt gut, also eine klare 10. Also das war jetzt gefühlt Mitte 20. Ich bin eigentlich sehr begeistert aus dem Film rausgekommen. Frag die Leute und alle, scheiße, so ein schlechter Film. Und Dirk ist auch nicht so begeistert. Woran lag's? Für mich war er gefühlt 3 Stunden zu lang, obwohl er nur 2 Stunden geht. Okay. Ich sag mal, die Thematik des Films ist vielleicht nicht schlecht, aber es wurde halt einfach zu langweilig rübergebracht, würde ich sagen. Also okay. Zu viel Text, zu viele Gespräche, Dialoge, wo man denkt, okay, ja. Ich muss wirklich mal dagegenhalten. Vielleicht bin ich ein bisschen beeinflusst, weil ich das Thema oder auch die Umstände interessant fand. Ich fand es sehr authentisch, auch für Ben Stiller. Erstaunlich,
wie er gespielt hat. Und auch so, dass da wirklich was charakterisiert wurde, was finde ich heutzutage ja Alltag ist, aber man es nicht so wirklich bemerkt. Und das fand ich wirklich eine ziemliche Leistung von dem Film. Also, was sagst du? 2,4. Okay, gut. Scheiße. Nee, ich sag 3. 3? Na, dann gibst du denen aber auch hohe Chancen. Also, ja, weil wenn du 2,4 sagst, dann kann ich ja nur so ein bisschen. Wenn man natürlich jetzt so ist und tiefgründigere Filme mit der Thematik mag, dann auf jeden Fall geht rein. Aber wenn man eher was Witzigeres erwartet oder eher was, ja, nö, dann eher nicht. Und ich sag, wer sich dafür interessiert, wie gerade so eine bestimmte Generation tickt, angucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Dann wieder mit Joscha. Schade. Tschüss.